herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch Karten machen oder Sprüche in das Junk Journal kleben und habe da verschiedene Varianten für euch. Es kann sein, dass es hier zwischendurch klingelt, dann werde ich den Film unterbrechen, weil wir nämlich eigentlich am Renovieren sind. Noch sieht man es an meinen Händen nicht, aber das kommt noch. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ansonsten freut euch auf neue Videos, weil das wird nicht das letzte sein zu diesem Journal. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier aus dem Precious Papier mehr wunderschöne Sachen ausgeschnitten. Also Karten schon vorbereitet. Und da haben wir nämlich Variante 1. Die Karte, die ist schon vorbereitet. Der Spruch, die habe ich jetzt alle schon vorbereitet. Ne? Der Spruch ist da, das heißt, man muss es eigentlich nur noch aufkleben. Und es sieht schon fein aus. Also da muss nicht unbedingt was dazu. Könnte, aber ich will es auch nicht übertreiben, weil sehr, sehr viel Deko hier, sage ich mal, auf den Karten selbst schon ist. Da hätten wir jetzt zum Beispiel diese drei großen. Die lege ich mir mal auf Stapel 1. So. Dann habe ich sogar noch eine vierte große. Da habe ich vergessen zu distressen. Ein Frevel. Nämlich mein Vintage Photo Double. Und ziehe das Ganze noch einmal durch das Distressing durch. So. Ernst Fenster möchte auch gerne distressed werden. So. Das wäre nämlich nochmal die vierte große im Bunde. Zack, genau, das sind welche ohne Schreibbereich. Dann haben wir zwei kleine, die auch einen schönen Hintergrund haben, aber ein Blümchen im Vorfeld. Also ich würde das tatsächlich hier mit auf die Blumenseite kleben. Und hinten einfach Platz lassen für Schreiben oder vielleicht möchte derjenige was draufkleben. Die beiden fallen auch unter diesen Begriff. Ist schon vorbereitet, muss nur noch der Spruch drauf. So, dann haben wir eine zweite Sorte. Wir haben einen Spruch und ein Glanzbildchen oder eine Liebesmarke, wie man hier sagt, oder wie ich das kennengelernt habe. Die möchten direkt ins Journal einziehen. Da ist nicht mehr so viel zu tun, außer Platz im Journal zu finden und das beides zusammen da reinzubringen. Dann mache ich mal einen zweiten Stapel von. Zack. So. So, dann haben wir hier, hatte ich jetzt in einem der Videos, hatte ich schon angekündigt, da wo die Landkarten, also so Atlasseiten sind. Jetzt klingelt es und ich werde dann später mit dem Video weitermachen. Ja, das später machen ist jetzt tatsächlich 24 Stunden später. All dieweil, wir nämlich gerade das Zimmer meiner Tochter renovieren. Und ja, mein Vater gestern kam, um einmal mit anzufassen, das Bett abzubauen. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf und ja, ihr kennt das vielleicht. Ich wette, ihr habt auch schon mal irgendwie renoviert oder irgendwo mitgeholfen. Das ist jetzt nicht die einfachste Arbeit. Gut, wir waren gestern stehen geblieben bei den Atlasseiten, die einen zusätzlichen Schreibteil bekommen. Und der zusätzliche Schreibteil soll dann auch irgendwie so einen kleinen Spruch mit dazu bekommen. Also da ist dann irgendwie ein bisschen Platz zum Schreiben. Ein bisschen kariertes, kaffeegefärbtes Papier. Gucken, ob ich das auch noch distresse. Und dann soll der Spruch dazu. Im Endeffekt ist das auch was, was man dann direkt, Bildausschnitt passt, was man dann direkt ins Journal verfrachten kann. Ohne großartige Vorbereitung. Also mal abgesehen davon, dass mich jetzt dieser Rand ein bisschen ankekst und ich ihn jetzt doch distresse. Und übrigens macht euch keine Illusion, wir haben nicht fertig renoviert. Das wird noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Da wird es noch ein bisschen Zeit brauchen, bis man damit fertig ist. So, aber auf jeden Fall haben wir schon mal zwei der Hasis, die hier direkt ins Journal einziehen können, mitsamt Unterbau, ohne dass man noch großartig was machen muss. So, ich habe noch irgendwo eine Handvoll Sprüche gehabt, schon fertig gemacht, die auch auf eine ähnliche Art und Weise einziehen könnten. Da wollte ich mir aber erstmal anschauen, wenn wir den ganzen Kram hier gemacht haben und schon mal ins Journal eingefügt, wo und an welcher Stelle wird dann noch was gebraucht. So, Haufen Nummer 3. Haufen Nummer 3 oder Stapel Nummer 3 ist auch zum direkten Einzug. Wo haben wir hier Karten? Die sind aus einem glitzernden Leinenpapier und der Spruch ist aus dem gleichen Papier. So, jetzt sieht das natürlich ziemlich langweilig Ton und Ton aus. Jetzt habe ich hier so eine fette Sammlung aus unterschiedlichst krass gefärbtem Papier.
also hier schön altdeutsche Schrift, richtig schön dunkel. Und für die beiden hier würde ich dieses super dunkle nehmen. Dann habe ich nämlich, also das ist ein Part, das legen wir zusammen. Dann habe ich hier noch so ein paar Doilies, die ich einfärben möchte und ja, irgendwie ins Journal einbringen. Gegebenenfalls als kleine Pocket. Da muss ich mal gucken. Ich glaube schon, Pocket fände ich ganz nett. Also wenn man so im Halbkreis ankleben, dass man noch was hinterstecken kann. Und dann das Ganze hier so mit ankleben. Das heißt, das darf ins Journal einziehen, wird aber noch distressed, weil nur weiß ist ja irgendwie auch langweilig. Nehmen wir das hier jetzt mal als Stapel. So. Stapel Nummer 4, der schon mal quasi so vorbereitet ist, dass er einziehen kann. Den habe ich euch gerade gezeigt. So, und dann habe ich hier diese Journaling Cards mit den Sprüchen. Also hintenrum. Ja, das sind ja hier so Karteikarten, so Mini-Karteikarten zum Vokabeln lernen. So, und so finde ich die ein bisschen langweilig. Also das heißt, ich will auf jeden Fall die Sprüche hier auf Papier kleben, dann auf die Karte, hinten Platz zum Schreiben. Und dann gegebenenfalls noch was anderes dekorieren. Also ich habe auch noch irgendwie Sticker und hier so halbe Perlen und so ein Gedöns. Das heißt aber auch, die vier werde ich auf ordentlich gefärbte Buchseiten kleben. So. Na, und das wollen wir jetzt mal machen. Gucken, dass ich das recht zügig mache, dass ihr jetzt nicht vor Langeweile sterbt. So, die ganzen anderen Sachen, ne, die würde ich jetzt einfach ohne euch oder im Zeitraffer zusammenkleben. Ich mache jetzt die Sachen, die hier so ein bisschen dekoriert werden wollen. Und zwar möchte ich das so machen, dass sowohl... Na, warte mal, mache ich mal so. Hier klebe ich das auf und reiße ein großes Stück drumherum. So, ist das eigentlich ganz schön. Dann klebe ich das auf und darauf klebe ich dann die... Liebesmarke oder das Glanzbild, nennt es wie ihr es wollt. Ich weiß gar nicht, also irgendwie habe ich das Thema, also diese Bilder gar nicht unter Liebesmarke im Netz gefunden, sondern immer unter Glanzbild, aber bei uns war das echt früher so Poesiealbum. Dann kam, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so mega alt, aber auch nicht so ganz jung. Und bei uns kam dann so das Thema Sticker auf, also Sticker sammeln und Tülü und auch Sticker in Poesiealbum, Alben. Einkleben. Na, also da, wir waren so auf der Kippe zwischen. Es gab noch diese Liebesmarken, also Glanzbildchen. Deswegen kenne ich das von früher halt auch von den Poesiealben. Gab es halt Glanzbilder oder halt die Möglichkeit, schon direkt Sticker einzukleben. Was natürlich ganz praktisch war, weil da musste man keinen Klebstoff benutzen. Die waren nicht so filigran und man konnte sie auch theoretisch tauschen. Na, deswegen habe ich auch so ein paar richtig schöne Stickeralben, die ja, auch noch auf ihren Einsatz warten, sag ich mal, die Inhalte davon. So, das darf jetzt erstmal ein bisschen trocknen, bevor ich da drum rumreiße. Und da werde ich tatsächlich drum rumreißen. Ihr seht ja hier die Sprüche, da bin ich mit der Konturenschere rumgegangen. Die sind nicht gerissen, sondern mit der, sag mal, so einer Zackenschere, so eine Art Büttenrandschere. Geschnitten und nicht gerissen. So. So, und die ganzen Sprüche, die ihr hier findet, das ist alles so ein bisschen Mediatorenkram, sage ich mal. Hilft natürlich auch jedem anderen weiter, der sie benutzt oder der sie kennt. Aber zum Beispiel, willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides geht nicht. Das ist ein Marshall Rosenberg, Burke. Und das ist ja einer der Mitbegründer der Mediation. So, und deswegen darf sowas nicht fehlen. Ja, und dadurch, dass eine liebe Mediatorin dieses Buch bekommen wird, dürfen natürlich solche Sprüche mal sowas von einziehen. Die sind da ganz nötig. Ja, vielleicht benutzt du es einfach für sich, vielleicht aber auch, um ihre Erlebnisse und Erfahrungen aus Mediationen da reinzuschreiben. Natürlich ist sowas immer ganz privat und vertraulich sowieso. Das heißt, da würde jetzt keiner hier vor laufender Kamera oder auch anderen Menschen gegenüber was ausplaudern. Nur, dass sich nicht gegenseitig, sondern sich selber die Erfahrung, die man gemacht hat in Mediation, aufzuschreiben, um daraus zu lernen oder Ableitungen für weitere, spätere Mediationen zu ziehen,
Das ist sehr hilfreich. Und jedenfalls für mich gilt das. Ich freue mich immer, wenn ich ein gutes Ambiente habe dafür. Das heißt also ein, sag mal, schönes Buch oder ja, ein Ort, wo es leicht fällt, gute Gedanken zu haben. So. Ja, mal gucken, ob das gut ankommt. Also, ich reiße das Papier jetzt und ich habe gerade so schöne lange Fingernägel, die werden nachher hier auch gekürzt, die Krallen. Jetzt, das gestern nicht mehr geschafft. Und das heißt, die Kante, die ich schön sehen will, die reiße ich nach unten. Und die Kante, die, sag ich mal, dann nicht sichtbar wird oder wieder abgerissen wird, die reiße ich nach oben. Also die Seite hier kommt hoch. Und die Seite hier kommt runter. Runter. Also der Daumen drückt runter, der andere zieht hoch. So wird das dann hier wohnen. Schaut mal her. So relativ weit unten. Und da werde ich jetzt nicht nochmal drumherum distressen, weil ich finde, das hebt sich anständig und fein ab. Hier gleiches Spiel. Ich drücke runter mit dem Daumen. Ziehe mit dem anderen Finger hoch. Das ist aber ein wunderschön gefärbtes Papier. Ich glaube sogar, dass da irgendwie Salz drauf gewesen ist. So, jetzt habe ich nämlich das hier zum Beispiel. Oh, das passt ja so gerade wie A auf E, ne? Zack. Jetzt wollen wir mal das filigrane Gedöns hier drauf bringen. Weil diese Buchseite ist schon sehr fragil. Was im aufgeklebten Zustand überhaupt kein Problem ist, nur man muss diesen Zustand erstmal erreichen. Ja, also man sagt auch, man könnte den Junk Journal Kleber auch noch verdünnen, aber möchte ich gar nicht machen. Ich finde einfach, die Klebkraft ist so fein und auch, immer der hat jetzt, sag mal, so geringstmögliche Feuchtigkeit drin. Das heißt, ja, man merkt jetzt, dass so ein filigranes Papier sich wälzt, aber längst nicht so schlimm, als würde man hier diesen weißen flüssigen Kleber nehmen, wo sehr viel Feuchtigkeit drin ist. Das macht schon einen großen Unterschied. Respekt ist kein Privileg, sondern die einfachste Form, mit Menschen umzugehen. Sollte sich jeder mal hinter die Ohren schreiben. Also ein respektvoller Umgang, egal wo. Ob es im Netz ist oder in Real Life, macht durchaus Sinn und einen riesen Mehrwert für die Zukunft. Leider im Netz vergessen das oft viele. Wenn man da manchmal Kommentare liest, ich meine, in dieser Bastel-Community hier geht es tatsächlich noch. Da ist die Welt noch mehr in Ordnung als in anderen Communities, wie ich so feststelle. So kann das doch mal bestehen, oder? Liegende Rosen. Ich habe sowieso dieses Rosenthema hier sehr schön durchgezogen in dem Journal. So, also das darf auch schon einziehen. Ziehen wir uns das hier mal herüber. Ich habe sehr, sehr viele Rosen hier in diesen Journal eingebaut, weil ich einfach finde, das passt zu diesem Precious-Papier so. Auch wenn die Rosen im Precious-Papier mehr rosa, lila, pinkig irgendwie sind. Und auch so Heckenrosen und sowas, die haben ja eher so eine mildere Farbe, also ein bisschen blassere Farbe. Ich finde einfach das Thema, das Blumenthema ist schön und macht ein Stück weit glücklich. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten zum Thema Schnittblumen. Also ich habe eigentlich gerne Blumen in der Wohnung, also nicht nur Pflanzen, sondern auch einen Strauß Blumen.
finde es aber immer so schade, wenn Blumen extra für einen quasi gekillt werden, weil deren Leben ist ja dann definitiv vorbei, wenn man Blümchen in der Vase hat. Finde aber zum Beispiel so diese Geste, wie einer unserer Mediatoren-Ausbilder immer in den ganzen Seminaren einen Blumenstrauß in die Mitte des Arbeitsraumes gestellt hat. Das ist eine sehr schöne, feine und freundliche Geste. Da bin ich dann ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich liebe Blumen und ich finde auch Blumensträuße sehr schön. Und ich möchte eigentlich nicht, dass man Blumen für mich killt. Dann gibt es aber so einen Aspekt, der sagt, wir haben Freunde, die machen so ein Foodsharing und da tauchen ganz oft und jetzt gerade im Frühling Tulpen und Narzissensträuße auf in rauen Mengen und auch wirklich schöne. Also die sind nicht irgendwie verblüht und haben noch so 2 Tage zu leben, sondern wirklich welche, die auch noch zugehen. Also hier und da mal sind die ein bisschen kurz, hier und da mal sind sie vielleicht waren zu viel bestellt oder ich weiß nicht was. Und diese Rosen haben wir auch schon bekommen. Und dann freue ich mich immer darüber, dass ich einen Strauß retten darf. So. Und der ist dann wirklich gerettet, ne? Also der würde sonst bei den Läden, die bei den Foodsharing mitmachen, würden sie nicht beim Foodsharing mitmachen, würden die Sachen in der Tonne landen. Das finde ich einerseits sehr erschreckend, andererseits freue ich mich natürlich darüber, dass ich auf eine coole Art und Weise Blumen retten kann und einen Strauß in der Wohnung habe. Man sagt ja immer so schön das Gute am Schlechten, ne? Das Schlechte ist, die Leute hätten es weggeschmissen. Das Gute ist, ich kann einen Strauß retten und habe Blumen in der Wohnung. Schwupps. Oh, fast ein bisschen groß. Das Schöne ist, wenn man sag mal, ein bisschen zu üppig war mit seiner Kante, kann man sie einfach kürzen. Kürzt man sie ein bisschen rechts, kürzt man sie ein bisschen links und schon passen sie wieder auf die Karte. Und ja, es geht heute auch weiter mit den Renovierarbeiten. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, boah, ich habe Lust zu basteln, läuft alles. Ich habe so coole Ideen und ich habe auch nur für das Journal so schöne Ideen. Und wir haben ja ein Zimmer da stehen, was auf uns wartet, dass wir weiter renovieren. Und wir haben Blümchen oder, also nicht nur Blümchen, sondern auch Gemüse und Kräuter, die darauf warten, gesät zu werden. Das ist nämlich auch noch Streichen heute. Also es ist Sonntag. Gerade Zeitumstellung, das heißt, uns ist dann auch noch fieserweise so eine Stunde geklaut worden. Das ist uns eine Stunde geklaut worden, wo man eigentlich wunderbar und wunderfein eine Stunde mehr hätte basteln können. Das heißt, liebe Leute, mir ist eine Bastelstunde geklaut worden, finde ich doof. So. Ich wette, ich kriege das hin, hier noch irgendwie einen schönen Sticker mit einzubauen. Doch so süße kleine Blümchen und süße kleine Pilze. Ich muss nachher mal meinen Stickervorrat mal durchforsten, bevor ich das jetzt hier aufklebe tatsächlich. Würde ich mir erst ein Bild machen und gucken, ob ich hier Sticker finde, die in diesen Reigen hier mit reinpassen. Weil so ist ganz nett, aber ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, das heißt, ich lege mir die jetzt hier zur Seite und sage, die möchten noch ein bisschen anders bearbeitet werden. Aber wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, weil ich nämlich, ja, ein paar Minuten habe ich noch. Jetzt sagt die Uhr, läuft 16 Minuten, ist wunderbar. Da kann man nämlich tatsächlich das Werk von gestern nochmal hier rüberholen. Ups, meine Stempelkissen, die Abstandshalter gespielt haben, umräumen. Vielen Dank fürs Abstand halten. Genau, hier haben wir jetzt hier ein bisschen was Watschiges, ne? So, hier ist ein Wilhelm Busch mit drin. Hält, passt, wackelt, hat Luft. Hier vorne werde ich meine Junk Journal Erklärung wie üblich reinpacken. Nochmal, du, was ist denn eigentlich ein Junk Journal? Und dann geht das hier los. Also hier haben wir
Zum Beispiel hier in diesen kleinen Umschlag passt eine Karte rein. Ne? So, wir haben diese beiden Chassis, die können wir jetzt gleich einkleben. Und zwar möchten die auf einer Landkarte wohnen. Da will ich auch überlegen, ob ich da auf jede Seite der Landkarte was packe. Weil ich habe ja, also hier habe ich tatsächlich mehrere Sachen. Ne? Also ich habe hier zwei Seiten. In einem nächsten Ding jetzt habe ich auch zwei Seiten. Und das jeweils auf einer Seite ist eine Tasche. Ne, auf der anderen Seite ist auch eine Tasche. Hier können wir gar nicht folgen. Ne? Also in der zweiten Signatur haben wir eine Tasche hier, eine Tasche dort. Was aber nicht heißt, dass man nicht hier oben ein Stückchen Schreibplatz lassen könnte. Na, ich fange jetzt erstmal mit der ersten Signatur an. Und zwar, da ist schon ganz viele schöne Sachen. Also, und zwar, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, würde ich hier auf die Balkanhalbinsel das Geschenk der Götter packen von Erich Fromm. Oder halt kein Geschenk der Götter. Hier ein bisschen Schreibplatz ist. So, und wenn ich mir das jetzt so angucke, wäre das natürlich eine feine Sache, wenn ich so einen ähnlichen Spaß auf der anderen Seite mache. Also ich habe ja quasi vier dieser Seite in der ersten Signatur, jeweils Vorder- und Rückseite. Und ich habe jetzt gerade erst hier zwei vorbereitet. Das heißt, sinnvoll wäre, also ich habe ja noch Sprüche, ist ja nicht so, dass ich keine Sprüche hätte. Sinnvoll wäre natürlich, mir hier noch weitere Dinge davon zu reißen. Und auf die anderen Seiten auch noch sowas zu machen. Weil ich habe ja schon irgendwie den Anspruch, dass man auf jeder Seite so ein bisschen schreiben kann. Wenigstens so ein Mühe, ne? So ein Fetzen. Und selbst wenn man ein Datum hinschreibt und sagt, heute ist das super gut gelaufen. Wäre ja auch was. Die Mediation läuft bei uns. Ja. Aber man sollte sich auch nicht einen vormachen. Mediatoren sind auch nur Menschen. Und haben mal gute und mal nicht so gute Einfälle. Oder stehen auch mal, wenn es richtig eskaliert, auch ein bisschen auf dem Schlauch. Und das ist auch nur menschlich. Und wenn man sich dann einfach mal über eine Mediation freut, über eine gelungene Vermittlung oder einen guten Schritt voran, dann ist das auch eine Sache, die man mal feiern kann. So, jetzt muss ich mal gucken, möchte ich das da hinpacken oder eigentlich bräuchte ich da einen kleineren Zettel? Also Zettel meine ich jetzt hier, das karierte Dingens. Wo ist denn der Gegenpart? Tipp, tipp, tipp. Na, das passt doch hier ganz gut schon. Das gefällt mir da. So, und der Spruch. Passt auch diesmal oben wieder. So, das heißt, ich werde mir ohne laufende Kamera noch Schnipsel suchen. Hier von meinem karierten, gefärbten Papier und werde für die anderen Seiten auch noch ein bisschen was machen. Ich bin am Überlegen, ob ich das für die zweite Signatur auch mache, weil da sind nämlich alle vier Seiten, also jeweils vor der Rückseite und das Ganze zweimal, der Atlasseite, die sind dort mit Taschen versehen. Das nicht gegebenenfalls ein bisschen viel, wird dann ein Spruch und ein Schreibzettelchen daran zu heften. Bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Und das klebt hier nahezu knitterfrei auf. Ne? Also man kann danach auch wirklich gut drin schreiben. Das ist ja das Ziel des Ganzen, der Plan. Ja. Manchmal ist das mit der deutschen Sprache nicht so weit her. Mit der Grammatik. Kommt schon mal vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das auch manchmal habt, so leichte Sprachfindungsstörungen.
Zuzuhören. Zuhören. Jemandem 100% zuzuhören bedeutet nicht bloß nichts zu sagen, sondern auch nichts zu denken. Ohren und Hirn zu demjenigen, dem man zuhört. So, wir hätten zu bieten hier vier kleine Liebesmarken oder Glanzbildchen, die irgendwo einziehen wollen. Am besten auf irgendeiner Seite, die noch nicht so stark frequentiert ist mit Gedöns. Hier ist zum Beispiel noch nichts drauf. Alternativ könnte ich das auch einfach hier hinpacken. Ja, ich finde, du passt hier. So, die Karten, die ich jetzt versammelt habe, ne? Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich die nochmal ausgesucht habe, wo ich die Sprüche hinpacke. Die werde ich denn ohne laufende Kamera mit den Sprüchen bestücken. Wenn wir die dann wieder einsortieren ins Journal, da kann ich euch gerne mit dazu holen. Da kann ich euch zeigen, wo und warum ich welches Kärtchen hinstecke. Nur das Kärtchen machen. Also das ist wirklich die einfachste Art von Kärtchen fürs Junk Journal ist tatsächlich ein schönes Designpapier, schön ausgeschnitten oder aber noch einfacher, wie ich mir das hier gemacht habe, das Stamperia-Papier zu nehmen, zu nutzen. Und da die vorgefertigten wunderschönen, also wirklich wunderschönen Papierkärtchen zu nehmen, schmeißen mit Pinseln und ins Journal einziehen zu lassen. So, jetzt werde ich heute Abend noch meine anderen Videos timen. Ich habe nämlich schon vier dieser Journal-Videos hochgeladen. Ich möchte sie euch ja dann bald auch zur Verfügung stellen. So. Jetzt würde ich jetzt hier auch so ein bisschen für ein Gleichgewicht sorgen und in jeder Signatur zwei der Glanzbildchen einfügen. Also hier wäre zum Beispiel so eine prädestinierte Seite, ist aber irgendwie in der ersten Hälfte ein bisschen langweilig. Jetzt habe ich wieder überall Kleber. Blättern wir mal rückwärts in der ersten Signatur. Hier ist schon ganz viel Musik drauf los. Da ist schon ganz viel drauf los. Hier ist schon was los. Hier haben wir zum Beispiel auch, das war der Gegenpart von der Seite, die wir gerade beklebt haben. Hier haben wir schon Musik. Diese Seite hier, die sieht so aus, als wollte sie noch ein Glanzbildchen bekommen. So, ich finde, die sieht nach Retro und Hemingway aus. Hier mein Glanzbild mit Glitzer und ein Hemingway. Ich finde das Hemingway, we all are broken, oder we are all broken, that's how the light gets in, passt zu diesem wirklich alten Glanzbild. Also das ist hier wirklich eins von der Jugendzeit meiner Mutter. Da hatte sie nämlich eine kleine Sammlung an Glanzbildchen, die sie mir jetzt mitvermacht hat. Also sie sagt, oh, ja, mal durchsortieren, so schöne alte Erinnerungen. Das eine oder andere hat sie behalten, aber wirklich nur ganz ausgesuchte. Also, ich sag mal so, meine Familie hat keinen Sammeltick. Jetzt kommt das Aber. Ich weiß nicht, wo Sammeln anfängt und aufhört. Also, massenhaft Bastelmaterial zu haben und es zu benutzen, zählt das als Sammeln? Ich bin mir da nicht so sicher. Also, falls ja, dann sammle ich tatsächlich. Allerdings benutze ich die Sachen auch. Also ich habe sie. Ich horte sie nicht und sammle nicht jetzt hier, keine Ahnung, den 25. Stempel nur irgendwie zu haben, sondern irgendwie zu benutzen. Und ich gucke auch, wenn ich die Stempel wirklich, sag mal, habe, aber nicht nutze, dann sortiere ich sie aus und stelle sie anderen Leuten auch, zum Beispiel einem Bastelbazar zur Verfügung, wo ich sage, oder Bastelflohmarkt, soll sich jemand darüber freuen, der ihn benutzt. Ne? Man kann halt auch, manchmal hat man eine gute Idee, benutzt den Stempel einmal und sagt dann, ja, war eine ganz gute Idee so, aber irgendwie doch nicht. Findet ihr nicht, dass das hier so schön in diese Ecke passt? So.
Diese schöne Kaffee-Ecke. Ich finde das schön. Ich finde, das passt. Kannst du bitte so bleiben, Buch? Sitz. Ja, ihr könnt mir ja mal eine Rückmeldung geben, wie ihr das mit dem Sammeln seht. Sind Bastler krasse Sammler oder Messis oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung? Oder sind Bastler Menschen, die Möglichkeiten sehen von Material und gelten nicht als Sammler oder Messis, wenn sie dieses Material auch benutzen? Oder immerhin sich darauf committen, dass sie es benutzen werden. Weil man kann natürlich nicht jedes Material sofort benutzen, klarer Fall. Das funktioniert nicht. Aber wenn man sagt, man kauft oder findet etwas mit einem bestimmten. Oh, du gehst aber nicht ran. Du bist ein Halterschnippel hier. Also man hat ja immer so ein bisschen. Was habe ich denn hier rumgeschlampt, sag mal? Elend. Ist ja gar nicht. Die finde ich aber auch nicht so schön hier, diese Ecke. Warte. Manchmal muss man ein bisschen on the fly korrigieren. So, jetzt finde ich es gut. Jetzt gefällt mir das. Ja. Ich finde einfach, also ich habe für mich festgestellt, wenn ich Material kaufe, tue ich das mit einem bestimmten Zweck. Also zum Beispiel, ich mache ein bestimmtes Journal oder auch wenn ich jetzt was tausche, ne? Von der Happy Mail Gruppe, es war herrlich. Ich habe wunderschöne blaue Türkis-Sachen bekommen in einer Happy Mail Aktion auf Wunsch, ne? War Wunsch Lieblingsfarbe und super geil, ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und die Sachen waren so toll und so schön, dass ich sie direkt verarbeiten konnte und sie sind im Journal gelandet. Herrlich, perfekt. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer bestimmten Absicht losziehe und Sachen ja, kaufe oder tausche oder was auch immer, dann fühlt sich das nicht so Messi-Style an. So, was mache ich jetzt? Ich könnte das jetzt ein bisschen irgendwie ein bisschen in die Ecke tüdeln. So gefällt mir das eigentlich ganz gut, weil hier oben ist es ein bisschen gerade. Das finde ich nicht ganz so schön. An der Ecke kommt das nicht so. Ist nicht so das Problem. Nö, ja, das gefällt mir. So, natürlich habe ich hier Material, wo ich noch nicht weiß, wann ich es wie verwende. Ich weiß, der Tag wird kommen, wo ich sage, yes, dafür habe ich es gesammelt oder behalten. Oder gefunden. Ich habe auch Material. Da werde ich jetzt auch einiges in die Bastelflohmärkte reingeben. Einiges an Material, wo ich einfach sage, entweder habe ich davon echt viel und kann was abgeben. Das ist natürlich eine Sache, die toll und fein ist. Eine andere Sache ist, ich habe was, was überhaupt nicht mein Stil ist. Und ich hebe dann auch tatsächlich Sachen, die nicht meinem Stil entsprechen, nicht auf, um irgendwann ein Journal zu machen, was nicht meinem Stil entspricht. Das mache ich nicht. Also wenn mir jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, du könntest du meinem Sohn ein Fußballjournal machen, hätte ich ernstzunehmend Probleme mit. Also nicht, weil ich nicht demjenigen das gönnen würde, aber weil ich einfach, das Thema Fußball ist nicht meins. Und ich wüsste nicht, wie ich es anpacken soll, wenn ich keinen Bezug zu einem Thema habe. Also zum Beispiel jetzt ein Katzenjournal zu machen, ein Hunde, verdammt, ein Hundejournal zu machen, ein Vintage, ein Steampunk, ein Romantic, ein Pferdejournal, und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, wo ich sage, jo, ich schlage ein. Oder auch so ein Abenteurer-Reisejournal, Mädelsjournal, also wirklich hier Weiblichkeit und Co. Das werde ich schon auf jeden Fall machen können. Aber ich kann nicht irgendwelche Sachen anschmeißen, die ich. Leute, Sekunde. Du kannst so kurz warten, bitte. Ich komme gleich. Gut.
Das ist immer so der Punkt, wenn man eigentlich fast fertig ist mit seinem Video und dann gestört wird. Das passiert mir öfter mal. Das kommt in dieser Familie vor. Shit happens. Aber das ist das Leben. So, liebe Leute, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe mein Journal hier eingeklebt. Ne? Ihr findet die schönen Liebesmarken. Ihr habt fest oder mitbekommen, wie ich hier die Karten gemacht habe. Und die anderen Karten werde ich dann einfach ohne Kamera fertig machen. Genauso wie diese Punkte. Wenn ich hier bei den Karten das nächste Material habe, kommt das nächste Video raus. Und zwar werde ich mir da einfach meinen Sticker-Vorrat mal durchforsten. So, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen abgelenkt worden, aber das passiert halt mal. Und genau, jetzt hat das Video mindestens auch mal fast 30 Minuten, oder? Gucken wir mal. Ja, doch, kommt hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel vollgequatscht. Und ich freue mich schon auf das nächste Video, weil mit diesen Karten, mit der Deko geht es weiter. Ich gehe in meinen Deko-Fundus und dann komme ich wieder zu euch und ja, dann geht's weiter, ne? Ich sag mal, habt einen schönen Basteltag, welcher Tag auch immer ist. Habt ganz viel Spaß in eurem Bastelzimmer und bis demnächst in diesem Kino.